Hallo, grüß euch. Ja, die Aktienkurse steigen und steigen und steigen. Und wenn ihr euch recht erinnert, ich hatte ja vor, ich glaube, 3, 4 Wochen ein Video gedreht, als es mit dem Coronavirus war. Und da hatte ich ja schon erwähnt, dass ja diese massiven Aufkaufprogramme, also quasi Helikoptergeld und so weiter, wo ja die Fed, also die US-Zentralbank, in das Interbankensystem Geld pumpt, jeden Tag so und so viele Milliarden, 30 Milliarden oder sowas, ja, dass das ja auslaufen soll zum Ende Februar. Das heißt, wir sind jetzt halt quasi ja, in dieser Zeitzone in wenigen Tagen, und da wird sich dann entscheiden, ob die dann doch wieder weitermachen oder nicht. Ja, wird es sehr interessant werden. Zudem gibt es natürlich Zahlen, 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 ja, also Quartalszahlen von ich weiß nicht wie viel Dutzenden von Firmen, aber ich denke mal, entscheidend wird sein, was die Zentralbank macht, ja, und welche Auswirkungen mittelfristig dieser Coronavirus hat, ja, was da so durchsickert an Informationen. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass nicht alles, was da tatsächlich passiert in China, wir jemals ans Tageslicht gefördert wird. Ja, und wir im Sinne von Informationen oder Newsfeeds oder wo auch immer wir unsere Informationen dann herholen, ja, YouTube-Kanäle oder sonst woher, auch wirklich tatsächlich alles zu 100% Transparenz dann auch mitbekommen. Das bekommen wir nicht mal mit bei dem, was in Deutschland oder in den USA passiert. Also was in China passiert, schon dreimal nicht. Ja. Und also wer da letztendlich, also es hat auf jeden Fall, wird auf jeden Fall Auswirkungen haben. Also so steht fest, ja, jeder, der sagt, naja, das läuft jetzt wieder alles nur noch so wie vorher. Ganz so ist es da nicht. Ja. Sollte man nicht unterschätzen. Und auf jeden Fall, ich habe jetzt hier mal ein kleines Update von der Nell nochmal. Also man sagt, sieht jetzt hier auf dem Jahreschart, ist es eigentlich gar nicht so wild, was da jetzt passiert ist. Na ja, gut, so kann man sagen. Ich bin jetzt gerade aktuell, wo steht es denn hier auf der anderen Seite? Wie viel bin ich da jetzt gerade aktuell im Plus? 31,92%, obwohl das ja, ich gehe davon aus, dass es da weiterhin Schwankungen geben wird, aber also quasi über 30% im Plus seit, wann habe ich da jetzt nochmal nachgekauft? Also mein Ding hat sich hier insgesamt verschlechtert, weil ich ja hier noch irgendwo mal nochmal ein bisschen nachgekauft habe. Bei 8,50 € oder sowas, ja. Nicht Euro, sondern norwegische Kronen sind das ja. Und auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal hier mal ein bisschen längeren Zeitraum betrachten, was ich ja immer sehr gerne mache, also immer so ein Jahr, 3-Jahres-Zeitraum, ja, das ist immer ganz interessant, oder 5-Jahres-Zeitraum sogar, dann sehen wir schon, dass der Anstieg doch ja auch recht steil verläuft, ja. Also ich sage mir mal, ja, hätte ich doch mehr gekauft, ja, oder soll ich jetzt noch einsteigen, weil es ist nun mal ein neues Allzeithoch und alles. Und im Vergleich, wenn man das mal vergleichen möchte, ja, die Aktie, die ist jetzt halt gerade mal ein paar Jährchen alt, aber wenn man da jetzt mal zum Beispiel ja, so eine Ballot Power oder sowas, ja, die schon ein bisschen älter sind, weil die Idee vom fahrenden Wasserstoffantrieb, ja, die gibt es ja schon ein kleines bisschen länger, und die wurde ja, da gibt es so viele Gerüchte, die wurde meiner persönlichen Meinung nach auch künstlich am Boden gehalten. Ja, ist ja ganz klar, dass die ganzen Ölmultis über Jahrzehnte hinweg haben die Patente und was weiß ich alles aufgekauft und verschwinden lassen. Ja, oder halt irgendwo abgeschlossen, abgesperrt, dass das halt nicht ans Tageslicht kommt, damit eben der Verbrenner weiterhin die dominante Fortbewegungsmaschine bleibt auf der Welt und die eben ihr Öl verkaufen können und da in ihren Palästen da eben ihr Unwesen treiben können, ja. Und aber wenn wir hier jetzt mal schauen, ich habe jetzt hier die Ballot Power Chart. Das müsste der sein, wo steht es denn jetzt? Ah ja, hier oben, okay. Also das ziehe ich jetzt mal rüber hier. Das ist jetzt der Ballot Power Chart. Wenn wir den mal anschauen hier, ich gehe mal auf Maximum. Und wie ich da plötzlich dieser Mini-Anstieg hier, das ist ja ungefähr vergleichbar, also proportional mit der Nel oder halt mit anderen Wasserstoffaktien auch, ein
Fliegenfurz ist, ja, im Vergleich zu den Preisen, wo die schon mal waren, hier um die Jahrtausendwende herum, ja. Es ist eigentlich völlig Banane, sich hier auch noch eine Sekunde Zeit zu verschwenden und zu sagen, naja, jetzt ist meine Wasserstoffaktie um so und so viel Prozent gestiegen, um 30% und das und jenes. Und das sage ich auch immer wieder bei diesen Art von Aktien, ja. Entweder letztendlich hopp oder top, ja. Also ich meine, dann wird sie vielleicht wieder jetzt dann fallen, 10% oder so, wenn dann irgendwelche Leute Gewinnmitnahmen haben oder was weiß ich, wieder mal eine Tankstelle in die Luft fliegt oder was weiß ich alles. Aber mal angenommen, du bist hier unten, ja, nur mal angenommen, ich weiß ja nicht, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, ja, also sagen wir mal 1000 Euro oder so, ja. Und wir vergleichen es jetzt mal eingestiegen, ja, bei 6 Euro oder so. Und das Ding geht halt dann auf 100 wieder rauf, ja. Kann ja sein, ja. Und also die Upside ist einfach viel, 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 viel höher als wie die Downside. Was kann schon passieren bei 1000 Euro, ja? Ja, dass halt aus 1000 Euro 500 Euro werden, ja, wird dich jetzt nicht umbringen. Und so ähnlich, ja, erhoffe ich mir das eben auch bei Nell, ja. Und ich habe ja Ballot Power auch ein paar Aktien, aber nicht so viele. Da jetzt noch mal bei Nell habe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr. Ach, hier gibt es ja doch den Chart. Der hat vorhin nicht funktioniert. Naja, ist ja egal, auf jeden Fall. Die waren halt auch mal bei 100 Euro oder sowas, ja. Und jetzt sieht man, ich habe doch vorhin hier drauf geklickt auf Maximum und es hat nicht funktioniert. Ihr seid meine Zeugen. Naja, okay. Aber auf jeden Fall, wenn man das jetzt sich anschaut, na, und man macht sich dann immer so auf Tages- oder Wochenbasis Gedanken, oh, krass, schon so und so viel im Plus und so weiter. Ja, also zum Vergleich zum 20-Jahres-Chart ist es halt alles nur ein Fliegenfurz. Ja. Also am besten nochmal irgendwie ein neues Depot, habe ich mir schon überlegt, ob ich mir nicht an nochmal ein neues Depot mache und dort einfach meine ganzen Zugänge dann halt, einfach in den Schredder haue, ja, dass ich es selber nicht mehr weiß und dort einfach ein paar Aktien kaufe und dann nach 10 Jahren wieder drauf schaue oder so. Naja, okay. Damit man immer nicht in Versuchung kommt, da immer sozusagen wieder drauf zu sehen und zu sagen, ah, jetzt bin ich doch schon so viel im Gewinn, ja. Ich könnte mal wieder einen Urlaub genießen oder wenn du ein bisschen mehr investiert hast, also, sagen wir mal, du bist hier mit 10.000 eingestiegen und das Ding geht dann, sagen wir mal, auf 20 hoch, ja. Dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, bei der Nell hier in relativ kurzer Zeit vielleicht sogar, also zum Beispiel hier so in diese Region, 20, 27 oder sowas, also auf 20, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es gar nicht so lange dauert. Und dann hast du irgendwie so 20.000 Gewinn gemacht und so und dann sagst du, wow, da kann ich mir jetzt irgendwie das investiere ich in einen neuen VW Golf, ja, oder irgendwie sowas, ist easy money, ja, aber du bist halt dann nicht dabei, wenn das Ding halt auf 100 geht, ja. Und von daher habe ich mir das schon überlegt, einfach mal ein neues Konto nochmal machen, irgendwo auf CapTrader oder so, weil da habe ich ja, sowas Ähnliches habe ich ja eh eigentlich schon mit anderen Aktien, aber einfach so, ja, High Growth CapTrader Account, ja, wo ich so ein paar Aktien kaufe, wo ich nie wieder drauf schaue, entweder Boomer, also entweder Hop oder Top, ja. Das ist vielleicht eine Überlegung wert, um sich selbst ein bisschen auszutricksen. Ja. Okay, auf jeden Fall, wir werden sehen, was jetzt kurzfristig die Zahlen bringen und alles. Und es kann natürlich nicht andauernd immer nur steil bergauf gehen. Ja. Das wird sehr interessant dieses Jahr. Ja, sehr interessant. Ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall einen Rücksetzer geben wird. Jetzt gehen wir mal hier, sagen wir so, auf den Jahreschart. Dass es hier auf jeden Fall nochmal einen Rücksetzer geben wird, so also in Richtung 10 bis 11. Norwegische Kronen sind es ja hier. Und dann kaufe ich vielleicht auch nochmal nach. Aber momentan nicht. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.